Ja, beim nächsten Werkzeug elliptische Auswahl. Hier haben wir auch wieder die gleichen Modi. Wir können also hier gehen und sagen, diese Kreise ersetzt den anderen. Ich kann aber auch sagen, Kreis, Kreis. Dann habe ich hier entsprechend zugefügt. Oder ich sage wieder hier entsprechend Auswahl ersetzt Auswahl. So, Kantenglätten ist standardmäßig aktiviert, dass der Kreis schön sauber und rund wird. Ich kann jetzt aber hier noch Einstellungen vornehmen. Ich kann hier auch wieder Kanten ausblenden. Gibt dann hier wieder so einen schönen Farbverlauf. Oder ich mache das mal rückgängig mit Steuerung Z. Ich kann hier entsprechend sagen, ich möchte aus der Mitte aufziehen. Dann habe ich da, wo das Steuerkreuz ist, praktisch meinen Mittelpunkt und da ziehe ich das Ganze praktisch auf. So, wenn ich jetzt einen sauberen Kreis brauche, Umschalttaste gedrückt lassen und dann habe ich hier einen entsprechenden runden Kreis, den ich auch wieder füllen kann und habe ich die Kantenglättung, genau, habe ich aktiviert. Das heißt, der Rand hier ist dann auch entsprechend sauber. Und ich kann auch hergehen und kann sagen, Festgröße und kann auch sagen, ja, beim Kreis eigentlich bräuchte ich einen Radius. Ja, machen wir mal Kreis von 50, ach so, 50 Pixel. 100 mal 100. Genau, dann ist er also fest. Ich kann den höchstens noch verschieben und kann dann eine genaue Kreisgröße entsprechend erstellen.